Der Mörser gibt eine Essenz, extrahiert die Seele aus den Zutaten, die anders ist und daher einen anderen Duft und eine andere Konsistenz ergibt. Zuerst Basilikum und Knoblauch zerstampfen. Das Basilikum entfaltet so seine Erdnote, der Knoblauch ein zwiebelig-schwefeliges Aroma. Jetzt siehst du, dass ich die Blätter zerquetscht habe, nicht wahr? Ich mische die Pinienkerne und die Basilikumblätter im Mörser. Und jetzt ändern wir die Bewegung. Die Bewegung wird rotierend. Dies ist wichtig, um Mörserpesto herzustellen. Dann noch Parmesan und Pecorino. Noch etwas Salz und Olivenöl und fertig ist das Pesto Genovese.